Und wir sind jetzt hier in unserem kleinen gemütlichen Interviewzelt hier mit Morea. Hello an dich. Hi. Wie geht's dir denn? Du hast vorhin deinen Auftritt gehabt. Wie fandest du es? Ich war mega aufgeregt, es hat aber Spaß gemacht. Es war voll sweet. Es war schönes Wetter. Nichts ist schief gelaufen diesmal. Und mir geht's gut. Voll schön, ja. Also die Atmosphäre, ich war auch kurz da und habe mal zugeschaut. Ich fand auch die Atmosphäre bei deinem Konzert war richtig schön, so bei der zu zweiten Bild auf der Bühne. Ja. Und ja, war einfach irgendwie sehr, sehr schön, sehr harmonisch. Danke. Wie ist es bei dir? Wann hast du deine Liebe zur Musik entdeckt? Ich habe gesehen, du hast schon ganz, ganz früh angefangen, Instrumente zu spielen. Erzähl mal so ein bisschen, wie das bei dir sich so entwickelt hat. Das kam vor allem einfach zu Hause. Mein Papa macht Musik und wir haben viel Musik zusammen gemacht, auch mit meiner kleinen Schwester. Und es war einfach, zu Hause lief immer Musik, es lagen immer Instrumente rum. Wir hatten Gitarren, irgendwann habe ich mir ein Klavier gewünscht, habe ich ein Klavier bekommen, von meiner Ur-Ur-Oma oder so. Und war das Klavier auch so alt? Ja, ja. Ja? Ja, ja. Also, Das ist ein richtig altes Klavier. Das klingt auch deswegen sehr einzigartig. Genau, einfach so durch die Familie irgendwie. Ja. So cool, wenn man bei dir bei Instagram mal ganz runterscrollt, findet man ein Video, wo du Straßenmusik machst. Da stehst du in Berlin mit einer Gitarre und singst. Kannst du mal für uns erzählen, weil ich kann mir das nicht vorstellen, wie fühlt sich das an, so mitten in Berlin zu stehen und Musik zu machen? Oh, das kann man gar nicht zusammenfassen. Das ist ein mega, das humbelt sehr. Ja. Aber es kann auch, also man ist einfach irgendwie connected mit den Leuten, die da sind. Es steht und fällt mit den Leuten, die da sind. So, ob die Bock haben, ob man selber Bock hat. Und wenn schönes Wetter ist und der Vibe stimmt, dann kann es das schönste Konzert sein. Und es ist einfach for free. Und ja. Es macht mega Spaß. Was ist da so der schönste Ort für dich gewesen, wo du mal gespielt hast? Oder hast du irgendwo öfter gespielt? Tatsächlich, der Ort auf dem Video war schon sehr idyllisch. Also am Hackischen Markt. Genau, ja. Genau, am Hackischen Markt, die Brücke, das war schon sehr schön. Am Maybachufer ist es auch mega schön. Da gibt es noch eine zweite Brücke, die Hobrechtbrücke, da habe ich es auch ein paar Mal gemacht. Das ist auch voll schön, aber wie gesagt, das Wetter ist entscheidend. Die Leute sind entscheidend, dann ist der Ort gar nicht so wichtig. Ja, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass du schon sehr lange was mit Musik zu tun hast, Musik machst. Wie bist du denn zu deinem Sound gekommen irgendwie? Das ist so ein bisschen so eine Standardfrage so. Aber trotzdem, ich finde, du machst so ein bisschen einzigartige Musik. Also deine Stimmfarbe ist ja auch so ein bisschen, ja, also ich finde, du hast einen Wiedererkennungswert. Danke. So, wie hast du denn zu deinem Sound gefunden? Ich weiß nicht, ob man jemals damit fertig ist. Ich weiß nicht, ob ich jetzt fertig mit dem Finden von meinem Sound bin, aber ich glaube, vor allem durch die Musik, die ich natürlich selber höre. Ich höre viel, ich höre vor allem Frauen tatsächlich. Ich bin mega Fan von Arlo Parks. Ich bin Alice Phoebe Lou Fan natürlich. Ich bin von mega vielen Sängerinnen auf jeden Fall Fan und generell von KünstlerInnen, die irgendwie berühren. Und irgendwann habe ich so in den letzten 3 Jahren entdeckt, ich würde voll gern, mir wurde dann gesagt, das Genre, was ich machen möchte, ist New Soul. Und dann dachte ich, ich will New Soul machen. Und ich habe eigentlich so mehr so folky, indie Sachen gemacht. Und dann ja, bin ich so auf die Idee gekommen, ich will jetzt New Soul machen. Und jetzt ist so ein bisschen so ein Mix daraus geworden. Okay, ja, weil den Name, den ich jetzt so im Kopf habe oder den ich gelesen habe über dich, ist Pop Neo Soul. Irgendwie ist das, also ist es quasi so das Gleiche? Ja, also es ist eine Verbindung von allem. Ja. Es ist eigentlich nie nur eins und ja, aber es ist auch folky, würde ich sagen. Es ist nicht nur Pop am Ende, ja. Hast du denn so irgendwie eine Person, die dich besonders inspiriert hat, dass du so ein bisschen in die Richtung gegangen bist, vor allem am Anfang vielleicht, wenn du noch nicht wusstest, so, boah, was für eine Musik will ich eigentlich machen? Nee, ich glaube, vor allem mein Papa. Also, weil wir das halt zusammen machen, kommt da, glaube ich, die größte Inspiration her. Und einfach immer das, was ich aktuell höre und das
das ändert sich so krass. Ich war in der übelsten Johnny Cash-Phase. Danach hatte ich Red Hot Chili Peppers, habe ich die ganze Zeit gehört. Dann hatte ich übelst die Pink Floyd-Phase. Und ich weiß nicht, ob sich das so stark in der Musik, die ich mache, widerspiegelt. Aber bestimmt irgendwie. Bestimmt irgendwie ein bisschen. Ja. Jetzt haben wir viel über deinen Sound so gesprochen und wie du dazu kamst. Jetzt wollen wir aber auch ein bisschen über die Songs sprechen, die du so dabei hast, heute auch gespielt hast. Wir haben dafür ein Spiel uns überlegt. Wir haben hier so eine Art Setlist vorbereitet mit Songs von dir. Mhm. Und du darfst jetzt die mit dem Würfel würfeln. Und die Zahl, die du würfelst, ja, über den Song werden wir sprechen. Okay. Und du kannst gerne einfach anfangen. Die Nummer 6. Die 6 ist Heal Me. Heal Me. Der Song heißt Heal Me. Was kannst du uns darüber erzählen? Wie hast du den Song geschrieben? Worum geht's da? Hast du vielleicht irgendeine Assoziation jetzt mit dem Song, die du uns erzählen kannst? Das ist schon lange her auf jeden Fall. Der kam später raus, als ich ihn geschrieben habe, viel später. Und ich habe den geschrieben in einer Zeit, wo ich mir gewünscht hätte, dass mir jemand sagen kann, wie man sein soll, was man machen soll, was ich anziehen soll, was ich essen soll, wie man ein guter Mensch ist. Irgendwie so ein geleitet zu werden. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ziemlich guter Song, um so ein bisschen diese Zeit nach dem Abitur oder nach der Schule oder so, wenn man auf einmal keine Struktur mehr hat, zu beschreiben. Und wenn man auf einmal selber so ein bisschen herausfinden muss, was einem eigentlich das Leben bedeutet und was einem eigentlich bedeutet, diese Zeit zu haben, die man hat. So. Ja. Warst du so ein bisschen verloren nach der Abi-Zeit, würdest du sagen, wenn du so jemanden gebräuchtet hättest, voll, der dich so führt, die dich so führt? Ich glaube, also ich war schon immer, glaube ich, eher auf der labilen Seite von den Menschen. Und nach dem Abi war das auf jeden Fall genauso. Aber es gibt Höhen und Tiefen, es gibt Ups und Downs auf jeden Fall. Und, aber nach dem Abi war auf jeden Fall ein Down. Aber fühle ich aber. Verstehe ich. Ja, verstehe ich auch. Sehr, sehr gut. Aber wie schön, dass du das dann einfach so in so einen Song packen kannst und dann irgendwie mit einer Message rausgehst. Das ist toll. Magst du nochmal würfeln? Na klar. Die Nummer 3. Revival Song. Yes. Ich finde, das ist ein Song, dazu muss ich tatsächlich gar nicht so viel sagen, weil den kann man echt einfach wortwörtlich übersetzen und dann weiß man eigentlich schon alles. Aber das war, also viel von meiner Inspiration kommt natürlich aus dem echten Leben irgendwie und viel, ich liebe diesen Song. und das kommt dann meistens natürlich von anderen Menschen, von Beziehungen, Interaktionen und so. Und ich habe diesen Song geschrieben, also der größte Herd für meine Lieder war auf jeden Fall meine erste Beziehung, meine erste große Liebe. Und ich habe dann irgendwann einfach so krass die Schnauze voll gehabt und habe mir gedacht, ich will nicht mehr, dass alles immer nur darüber geht, dass es immer nur darum geht. Und dass dieser Song, und das war dann auch die ganze EP, war irgendwie so ein Abschluss von diesem immer nur daran denken und immer nur in der Vergangenheit leben. Ja. Ich würde gerne über einen Song sprechen, der hier auch drauf steht, der heißt Stille. Ja. Aber das ist, wenn man jetzt so die Setlist sich anguckt, der einzig deutsche Song. Ja. Wir wollten dich mal fragen, wie ist es für dich, auf Deutsch zu singen? Oder erzähl uns gerne was zu dem Song. Ich singe mega gerne auf Deutsch, das ist meine Muttersprache. Ich bin natürlich ihr mehr gewandt als Englisch. Aber also dazu die Geschichte ist eigentlich, dass ich bin aufgewacht um 7 Uhr morgens an einem Montag und hatte eine WhatsApp-Nachricht von Leon und der hat mir diesen Song geschickt und hat gesagt, ey, da muss noch eine Frau rauf und ich finde, du musst darauf. Und ich war so, hä? Ich mach doch sowas gar nicht. Und ich habe, glaube ich, eine Stunde lang am Montag um 7 Uhr morgens in meinem Bett ein Part dazu geschrieben und dann bin ich ins Studio gefahren, dann haben wir das aufgenommen und dann war es im Kasten. Und das hat mega Spaß gemacht und ich habe das gemacht, weil ich ihn mag und weil ich den Song wirklich, wirklich, wirklich berührend fand und wirklich, wirklich toll fand und weil ich es wirklich nachempfinden konnte. Und genau deswegen habe ich mich darauf eingelassen und es war es auf jeden Fall wert. Und ihr kanntet euch auch schon davor? Ja. Ja. Kurz zur Erklärung, Leon ist der Künstler? Savi. Genau. Okay, wir haben uns gefragt, wie man ihn ausspricht. Das darf man sagen, oder? Was denn? Dass er Leon heißt? Ja, ich denke schon.
Ich glaube auch. Aber ihr kennt euch persönlich, war gerade die Frage von dir. Genau, genau. Wir waren zusammen in der Schule tatsächlich. Ach, cool. Ja. In der Schule wart ihr zusammen? Mhm. Cool. Ja. Friedrichshain. Berlin ist ein Dorf. Ja, ja. Richtig cool. Wollen wir vielleicht noch einmal würfeln und hoffen, dass noch eine Zahl kommt, die wir noch nicht hatten? Mhm. Können wir machen. Jetzt habe ich einfach schon den stille Song vorweggenommen, ohne dass du ihn erwürfelt hast. Aber nein. Haben wir schon. Dann such dir einfach einen aus. Vielleicht hast du einen. Das schaffen wir. Jawohl. Yes. Lilies of the Valley. Genau, Lilies of the Valley. Genau, die ist Nummer 1. das war der erste Song, den ich veröffentlicht habe. Das war mein erstes Release. Ich bin tatsächlich, hätte ich niemals gedacht, ich meine, das ist jetzt noch nicht so lange her, aber wenn ich mir den jetzt anhöre, dann schäme ich mich nicht dafür. Ich finde den immer noch cool. Nice. So. Und ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. War ja, einfach mein erster Song. Ja, ist total cool. Ja. Voll schön. Das war es auch hier schon bei uns leider. Genau. Ich hätte gerne noch viel länger gequatscht, aber wir haben ja noch Programm. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Zeit.